Hey, wir haben keine Nahrung? Das ist ja Wahnsinn. Brauchen mehr Nahrung, okay. Und herzlich willkommen hier zu Civilization 6. Mein Name ist Ed von netgaming.tv. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zurück in unserem Aztekenland. Und wir sind natürlich genau dort, wo wir aufgehört haben. Unsere Einheit braucht Befehle. Und zwar unser Kavallerie-Armee. Die braucht Befehle. Und deshalb gehen wir mal hier hin. Weil ich habe vor, nach hier nochmal ein Städtchen zu bauen. Wir müssen uns nochmal ein bisschen vergrößern. Du, mein Freund, du kannst übersetzen. Das geht nämlich. Nicht, weil der da blockiert ist. Okay, das ist doof. Aber es geht nicht anders. Du machst einen auf Bereitschaft. Du bist hier mal wachsam. Nächste Einheit braucht was. Hier ist nichts zurzeit. Okay. Gehen wir dahin. Und nächste Runde. Zwei Runden bis zum Plastik. Und das heißt, dann können wir. Wartet mal, wartet mal. Ach nee, jetzt geht's natürlich nicht. Wir müssen hier irgendwie an Essen. Okay, der freut sich, dass wir so viel Kohle haben. Okay. Ja. Wir holen uns gleich noch einen Siedler und dann pflanzen wir uns hier mit hin. Das holen wir uns. Plastik. Wobei, oben wäre es auch nicht verkehrt, eine Ölquelle zu erschließen, ne? Bei unserer einen Stadt. Sollten wir uns auch eventuell überlegen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch als allererstes. Dort oben. Bei unserer kleinen Außenstadt. Nämlich hier. Diese Ölquelle zu holen. Dafür braucht man natürlich Plastik. Für eine Bohrinsel, glaube ich. Das werden wir gleich tun. Kaufen wir uns hier erstmal noch einen Arbeiter. Du machst hier bitte einen auf Bereitschaft. Vielen Dank. Und du gehst dort. Was machst du denn da? Ach, du bist doch. Du sollst dahin. Du sollst dahin. Jetzt hat der genau das gemacht, was ich nicht wollte. Objekt mit Dings kaufen. Handwerker, danke. Ein Objekt kaufen. Können wir nicht? Doch, Leuchtturm noch hinterher. So, wir rüsten jetzt hier mal massiv auf. Ich will diese Stadt hier haben. Und dann kümmern wir uns um das andere Gedöns. Hier eine Stadt noch bauen. Obwohl das, glaube ich, nicht so. Naja, doch. Man könnte es noch nehmen. Mal gucken, ob sie sich überschneiden. Ich befürchte fast ja. Nahrung. 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 Einnahrung. Ja, viel Nahrung kommt hier nicht bei rum. Das heißt, wenn wir diese Stadt hier angreifen, müssen wir uns hier sichern, quasi den Weg abschneiden. Eventuell so einen Engpass schaffen. Strategisch denken in dem Moment. Ваш народ достоин восхищения. Искусство, наука, чего еще желать? Okay, du bewunderst uns. Ist okay, kann ich mitleben. Atomzeitalter. Jetzt sind wir in wohl anscheinend. In der Hierarchie der entscheidenden poetischen Substanzen wird Plastik als schändliches Material beschrieben, verloren zwischen der Überschwänglichkeit von Gummi und der flachen Härte von Metall. Ja, okay. Dann ist es so. Statsdaten. Und eigentlich will ich nur wegen Gold gucken. Wir wollen gucken wegen Kohle.
13, Sanaa, Bagdad 15, Theben, Paris, Wuhan 14 und Glauben. Komm, wir nehmen Wuhan. Warum nicht? Plastik haben wir jetzt. Führt notwendig zu weg. Ich glaube, ich habe jetzt zu schnell geklickt. Du überschneidest dich, oder? Du wirst mal dorthin. Forschung wählen. Okay. Synthetisches Material. Oh, Helikopter. Oh, schön. Schön. Normbauteile. Infanterie. Flugzeugträger. Zerstörer. Ja, auch nicht schlecht. Funkwesen. Sendezentrum. Seebad. Seehafen. Kraftwerk. Eieiei. Unterseeboot oder Forschungslabor. Ich baue erstmal die Infanterie. Das ist schon mal beachtlich. Kalter Krieg, Kapitalismus schlägt die uns vor. Politik, Kulturerbe, Profisport. Na komm, wir nehmen den Kapitalismus, nehmen wir mit. Neue Regierung verfügbar. Kommunismus. Land anhalten, plus für Verteidigung, Bonus auf die gesamte Produktion. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Faschismus. Ich will jetzt aber nicht wechseln, wir lassen es in der Demokratie. So, wir lassen es in der Demokratie. Und schauen dann mal weiter. Und hier jetzt mal ein Städtchen bauen. Oder eventuell da hinten, ich weiß es nicht. Dann hätten wir eventuell noch Chance auf die Krabben. Stadtstaatenfest, zwei verhandelter Frieden. Ein Heureka für die Kernspaltung, okay. Ja, wir arbeiten ja daran. Aber wir haben noch nichts mit Uran gefunden. Wir müssen Uran finden. Finden wir Uran? Steht allen anderen ja nichts mehr im Wege. So. So. Was ist hier los? 5 Wunder vollendet, okay. Also momentan liegt die Konzentration hier auf diesem Gebiet. Dass wir uns hier absafen. Bau mir bitte jetzt eine Bohrinsel. Vielen lieben Dank. Geh mal dahin. Nächste Runde. Und dann hätten wir eventuell die Chance auf Perlen. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Einheit benötigt Befehle. Was haben wir da? Bedeutender Sieg. Komm, hol's dir. Was haben wir hier? Frankreich. Aha. Frankreich lungert hier rum. Fällt mir nicht. Wir versuchen mal. Kongo ist in Führung. Okay. Wir wollen mal mit Frankreich reden. Forderung stellen. Okay, dann eben nicht. Wie wär's denn mit Salpeter? Okay, willst du nicht? In Ordnung, dann eben nicht. Man vergesst es. Wir sind alle nicht so gut auf uns zu sprechen, ne? Gandhi. Räucherwerk. Ach komm, das brauchen wir nicht.
Nee, gefällt mir alles nicht. Alles nicht so gut. Nächste Runde. Lass mal laufen. Hier sind so viele Altertumsstädte noch, die ich noch erforschen könnte. Was ist denn das hier? Komm, aufwachen. Speerkämpfer. Das ist ja böse, ey. Was soll ich denn mit einem Speerkämpfer? Das ist ja. Geringe Niederlage, echt übel. Na komm, lass mal laufen. Luftangriff. Na? Komm schon. Oh, ey, dieser fummelige kleine Button, ne? Deutliche Niederlage, okay. Deutliche Niederlage. Okay. Trotzdem, wir schwächen dich. Okay, mein Freund. Komm, der Händler ist mir ja gerade egal. Mach den fertig hier. Ist unglaublich, dass sie es immer wieder wagen anzugreifen, ne? Also immer wieder ihre kleinen Dörfer zu setzen, die Barbaren. Das ist mehr als ärgerlich. So, Aufklärungsballon. Geh mal dorthin. Produktion. Oh, die haben nur noch eine Annehmlichkeit. Ja, jetzt wird's interessant so langsam, ne? Bauen wir da was? Du zur Ruhe setzen. Okay, interessant. Ausruhen. Lass mal gucken, was hier noch ist. Komm, bauen wir die Stadt jetzt. Und bitte gleich mal Geländefeld. Und zwar das hier. Und du baust mir jetzt bitte ja. Erstmal das Monument. Und du holst dir die Perlen. Und nächste Runde geht's weiter. So. Ist interessant. Wenn wir unseren General hier zur Ruhe setzen, bekommen wir gleich eine Einheit. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt haben wir die Städte und die ist jetzt hier mit Fruchtbarkeitsriten. Ja, komm nur, versuch's nur. Dann habe ich wenigstens einen Grund, dich anzugreifen. Versuch's nur. Wenn du kommst, kriegst du einen auf den Deckel. Verlass dich drauf.
Mein Kriegsschiff wartet schon darauf, hier deine Stadt zu bombardieren. So, während wir warten. Mann! Ey, dieser Ranger, ne? Der ist echt übel. Die sind bald fertig, das ist gut. Okay. Spione schicken wir mal weg. Fluchtweg wählen. Flugzeug. Zu Fuß. Boot. Na gut. Einheit benötigt Befehle. Ja, wir bleiben mal hier, weil wir müssen ja hier irgendwie. Ja, bleibt mal hier. Kannst du den niedermachen? Dann kann er nicht, oder was? Los. Nein. Bis zur Heilung. Komm, mach den weg jetzt hier. Endlich. So. Wie sieht's hier aus? Mittel abschöpfen. Heuchposten. Nehmen wir. Ups, das ist die Karte zu Ende. Fischerboote. Jetzt mit Perlen? Oh, und da haben wir Krabben, das ist super. Das ist gut. Kavallerie-Armee. Geringe Niederlage, komm. Mann, 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 ey. Also diese Panzerabwehr-Gedöns hier ist echt nicht schlecht. Die sind stark. Aua. Na komm. Bitte warten, wie immer. Das kennt ihr ja schon. So. Na los. Was ist hier los? Stadt benötigt Nahrung. Okay. Wir haben keine Nahrung? Das ist ja Wahnsinn. Brauchen mehr Nahrung. Okay. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Oh, ha. Meine Priester. Geringer Sieg. Erstmal Rückzug. Besser. Und uns wieder aufpowern. Der Handwerker. Kann der dahin? Ja, ne? Der kann dahin. Sehr gut. Produktion wählen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie mal ein bisschen Nahrung noch rankriegen, ne? Nahrung ist gerade so ein bisschen problematisch, habe ich so das Gefühl. Wassermühle. Ja, hier, komm. Kriegst du eine Wassermühle? Du hast. Ausruhen. Und wie unser kleines Reich weiter wächst, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt bitte ans Feedback. Nichts mehr verpassen. Abo dalassen, das kennt ihr ja. Und ansonsten, wie immer, Glöckchen aktivieren.
Und ich sag mal vielen Dank und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ed von netgaming.tv. Ciao, ciao. Wir sind die Entdecker. Die Erfinder. Die Architekten der Veränderung. Die Erbauer der Veränderung.